Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Eventuell bin ich eine weiße Wand, eventuell bin ich viel zu dunkel. Ich sehe es nicht, die Kamera ist sehr weit weg und das Licht kommt von vorne. Ich sehe gerade einfach wirklich nicht so viel. Ich hoffe einfach und bete, dass das Licht gut ist. Ich bin ein bisschen nervös, was den Kaffeeklatsch heute angeht. Zum einen wegen des Themas, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und zum anderen einfach, weil, ja, ich glaube, so ein bisschen aus der Übung bin, was Kaffeeklatsch-Ease angeht. Letzte Woche gab es keinen, die Woche davor war es ein Livestream und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, weiß ich überhaupt noch, wie es geht. Also verzeiht mir, wenn das hier vielleicht so ein bisschen holprig wird. Ich gebe mir große Mühe, dass es nicht so ist, aber man weiß ja nie. Zuerst, bevor ich überhaupt irgendwie anfange, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die so viel Verständnis hatten letzte Woche. Ich weiß nicht, jeder hat es mitbekommen. Ich habe auch nicht so viel Kraft gehabt, um das jetzt großartig überall Bescheid zu sagen. Ihr wisst, normalerweise, wenn ich weiß, ich schaffe ein Video nicht oder ich kann es aus irgendeinem Grund nicht machen, sage ich Bescheid. Letzten Sonntag, Achtung, TMI, habe ich meine Tage bekommen und auch da weiß ich, dass es nicht jeder Frau so geht, dass sie dann an dem Tag ausgenockt ist, aber für mich bedeutet das das einfach. Ich habe sehr starke Schmerzen, wenn ich meine Tage bekomme und habe sozusagen den Tag im Bett verbracht und konnte nicht viel von mir geben, außer Fun Stuff, right? Das war nicht so schön, aber ich war sehr glücklich und erleichtert, als es ein bisschen ging mit den Schmerzmitteln, ein bisschen die Kommentare unter dem Instagram-Bild durchgegangen bin und gesehen habe, dass ihr alle Verständnis hattet und keiner böse war. Vielen Dank dafür, das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Ich weiß, dass es andere Communities gibt, wo einfach so ein bisschen fordernder mit dem YouTuber umgegangen wird und ich weiß sehr zu schätzen, dass er mich manchmal einfach so in Watte packt, wenn ich das gut gebrauchen kann. Also vielen Dank. Kleiner Disclaimer für die Leute, die neu sind. Ich merke das immer wieder, dass neue Leute zum Kaffeeklatsch dazukommen und erstmal irritiert sind, warum die Alte erstmal von sich selbst erzählt. Das ist so ein bisschen unsere Tradition hier. Also wenn ihr Lust habt, schnappt euch einfach einen Kaffee, macht es euch gemütlich und ich erzähle euch so ein bisschen, wie meine Woche war und dann reden wir über das eigentliche Thema. Letzte Woche und auch diese Woche eigentlich, heute ist Mittwoch, für alle, die das immer interessiert, wann ich das hier drehe, heute ist Mittwoch, waren sehr voll mit Arbeit, sehr viel Rumgerenne, sehr viel Kleinkram, der zu erledigen ist. Ich merke einfach, je näher die Hochzeit rückt, desto mehr Sachen kommen auf mich zu, desto mehr muss organisiert werden, nicht nur was die Hochzeit angeht, sondern auch viele berufliche Dinge. Ich möchte einfach gerne mir so ein bisschen einen Vorsprung rausarbeiten, damit ich nach der Hochzeit vielleicht wirklich meine Woche habe, wo ich nichts tun muss, so richtig. Das letzte Mal hatte ich das Anfang Januar. Und das letzte Mal davor ist, glaube ich, schon 2 Jahre her. Von daher, glaube ich, kann ich das ganz gut gebrauchen, nach der Hochzeit einfach mal so richtig runterzukommen. Wir haben bis jetzt keine Hochzeitsreise geplant. Vielleicht ändert sich das noch. Aktuell sehen wir nicht, wie wir das machen sollen, weil die Kalender auch noch anstehen und wir wollen niemanden warten lassen und so weiter. Aber ja, erstmal ist so auf unabsehbare Zeit das so die einzige Woche, die ich mir gerade frei arbeiten kann. Es ist gar nicht so einfach, das frei zu arbeiten, aber das kriege ich schon hin. Und natürlich ist es auch ein bisschen knapp, weil ich weiß nicht, ob ich es noch nicht erwähnt habe hier. Ich fliege am Freitag ganz, ganz früh mit Lena und Hella nach London. Wir sind da bei Summer in the City und ich freue mich unfassbar darauf. Das wird so cool. Einfach, weil ich die beiden Mädels, ihr wisst es, ich liebe sie beide so sehr. Es sind einfach wirklich 2 super enge, gute Freundinnen, die ich nicht mehr missen möchte, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe, die wirklich auch inzwischen richtig inner Circle sind, Mädels, wenn ihr das hier seht. Ihr wisst das, glaube ich. Wer meinen Vlog-Channel nicht verfolgt, der hat es vielleicht nicht gesehen. Letzten Freitag haben Freund Fritz und ich unsere Hochzeitslocation nochmal gesehen, diesmal auch von innen. Wir haben sie ja relativ blind gebucht. Sollte man nicht machen, weiß ich. Ich war auch dementsprechend sehr aufgeregt, als wir hingefahren sind und hatte Schiss, dass sie vielleicht nicht so schön ist, wie ich sie mir erhofft hatte. Aber wir haben riesengroßes Glück. Die Location ist innen noch viel schöner, als ich sie mir vorgestellt hatte. Ich sag euch, als wir da standen auf der Terrasse, ist mir das erste Mal richtig, richtig ehrlich bewusst geworden, dass das wirklich jetzt passiert. Verrückt. Ich freue mich jetzt immer mehr drauf. Nicht, dass ich mich vorher nicht gefreut habe oder keine Lust drauf hatte, gar nicht. Aber so richtig, dass so ehrliche Freude im Bauch hochkommt, das kommt jetzt erst so langsam und die Vorfreude steigt. Und ja, und diese Woche kann ich euch tatsächlich überhaupt nichts Aufregendes berichten. Heute ist zwar schon Mittwoch, aber ich habe tatsächlich nur gearbeitet, am Schreibtisch gesessen und geschnitten. Muss ja auch mal sein, man kann ja nicht immer durch die Weltgeschichte reisen. Richtig, richtig. Das Thema diese Woche ist nicht basierend auf einer E-Mail, die ihr mir geschrieben habt, ausnahmsweise, sondern ist ein Thema, was mich persönlich gerade sehr beschäftigt und nicht erst seit diesem Jahr, sondern eigentlich auch das ganze letzte Jahr hindurch schon. Und ich habe so langsam das Gefühl, ich fange an, Dinge zu verarbeiten und zu verstehen und zu akzeptieren letztendlich auch. Es soll um das Ende von Freundschaften gehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Thema, womit man sich sehr ungern auseinandersetzt, wenn man nicht gerade direkt betroffen ist. Ich bin ganz ehrlich, loslassen und verabschieden von Menschen fällt mir nicht besonders leicht. Das ist eine meiner großen Schwächen, an denen ich immer wieder arbeiten muss. Anders als man vielleicht vermuten würde, schließe ich Menschen nicht unbedingt sehr schnell in mein Herz. Ich lasse Leute schnell bis zu einem gewissen Grad an mich ran und ich erzähle viel und ich bin sehr offen Menschen gegenüber, weil ich einfach
von Irmel unter anderem, einer lieben Freundin von mir, die auch schon ein Stern ist, gelernt hat, dass man einfach alle Menschen so nehmen sollte, wie sie sind. Egal wie bunt und wie ausgeflippt sie sind oder wie normal und langweilig. An jedem Menschen ist irgendwas Besonderes und ich lasse Menschen gerne auf so einen gewissen Abstand an mich ran, um zu sehen, was sind das eigentlich für Menschen? Aber ich lasse Menschen nicht besonders schnell in mein Herz, in mein Inner Circle, in mein Innerstes. Ich zeige nicht jedem mein wahres Gesicht. Das klingt jetzt wirklich so ein bisschen melodramatisch, als wenn ich jetzt irgendwie mehrere Gesichter habe. Nein, aber es gibt so eine gewisse Seite an sich, die man eher zurücknimmt, weil man weiß, sie ist verletzlich, weil man weiß, sie ist empfindlich. Und ich bin mir dieser Seite sehr wohl bewusst und zeige sie eben nur Menschen, die in meinem Inner Circle sind. Wenn ich Menschen in meinen Inner Circle lasse, fällt es mir unfassbar schwer, sie da wieder rauszulassen. Und das war etwas, was ich in den letzten 2 Jahren tun musste. Es ist einfach eine sehr langjährige und besondere Freundschaft, die ich in den letzten 2 Jahren und jetzt akut eben im letzten halben Jahr wirklich loslassen musste. Es war nicht meine Entscheidung, es war etwas, was von außen entschieden wurde, aber das spielt, glaube ich, auch am Ende keine Rolle. Am Ende ist es einfach eine Freundschaft, die nicht mehr da ist. Eine Freundin, die man verloren hat. Und da knabber ich sehr dran. Ich kann nicht sagen, dass ich das Ganze verarbeitet habe. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich gut damit fühle und dass ich entspannt damit bin. Es ist immer noch was, was mich belastet und über das ich viel nachdenke. Aber ich merke, dass es langsam besser wird. Witzig ist so ein bisschen, wenn man selbst in einem Thema steckt, dauert es viel, viel länger, um zu sehen, was eigentlich das Problem ist und wo man selbst sich verändern muss, wo man selbst umdenken muss auch. Wenn man von außen drauf guckt, ist es wahrscheinlich viel, viel einfacher zu sehen. Aber für mich in dem Moment hat es wirklich ewig gedauert, um an den Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin, an dem ich noch nicht wieder okay bin, aber an dem ich anfange zu akzeptieren und an dem ich merke, dass ich Stück für Stück loslasse. Ich weiß, dass Freundschaft als Begriff und auch als Idee sehr, sehr individuell ist. Jeder von uns hat eine andere Vorstellung davon, was ein Freund ist, was ein Freund tun sollte. Jeder hat andere Erwartungen und man selber hat auch die eigenen Erwartungen an sich, wie man sich selbst als Freund verhalten sollte. Natürlich könnte ich jetzt eine Definition bringen, so und so sollte sich ein Freund verhalten, aber Freundschaften sind genauso wie Menschen am Ende auch sehr, sehr unterschiedlich und sehr individuell. Und ich glaube, bei all diesen idealen Vorstellungen davon, wie ein Freund sich verhalten sollte, er sollte loyal sein, man sollte ihm vertrauen, er sollte immer ehrlich mit einem sein, aber nicht zu ehrlich, er sollte einen unterstützen, aber im richtigen Moment den Kopf gerade rücken, darf man nicht vergessen, dass wir Menschen nicht perfekt sind. Und wenn man sich dessen wirklich bewusst ist, dann weiß man, dass auch ein Freund nicht perfekt sein kann. Genauso wie man selbst als Freund nicht perfekt ist. Auch man selbst vergisst mal Dinge oder hat vielleicht einen doofen Tag und fragt nicht nach, wie es dem anderen geht. Oder sagt Dinge unbedacht und merkt gar nicht, dass man den Freund damit verletzt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, das im Kopf zu behalten, in dem Moment, wo man eine Freundschaft bewertet, in der man gerade ist, oder einen Freund bewertet, den man hat, um sich klarzumachen, dass es okay ist, auch für einen Freund Fehler zu machen und Dinge falsch zu machen und sich blöd zu verhalten. Ich glaube, der Keypunkt, der einen Freund von einem Nicht-Freund für mich persönlich unterscheidet, ist, dass er sich entschuldigt, dass irgendwann die Erkenntnis kommt oder dass, wenn man ihn darauf anspricht und sagt, du, das hat mich wahnsinnig verletzt, dass es ihm dann wichtig genug ist, sich zu entschuldigen, weil er euch eigentlich nicht verletzen wollte und weil es keine Absicht war. Und genauso individuell wie Freundschaften sind, können auch Gründe sein, warum Freundschaften nicht mehr funktionieren. Wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke auf die Freundschaften, die in meiner Vergangenheit auf der Strecke geblieben sind, sind es zum einen Freundschaften, die durch große Streits auseinandergegangen sind, oder Freundschaften, die auseinandergegangen sind, weil ich festgestellt habe, dass es Menschen sind, die mir nicht gut tun. Oder Freundschaften, die einfach so auseinandergedriftet sind. Und für mich persönlich ist, glaube ich, der letzte Punkt der schwierigste. Ich glaube, die Situation, dass eine Freundschaft auseinanderbricht, weil es einen großen Streit gab, weil es einen großen Anlass gab, ist in dem Moment sehr, sehr unangenehm. Einfach weil es so endgültig ist. Es gibt diese eine Sache, nach der einfach alles anders ist, nach der man sagen muss, okay, diese Freundschaft existiert so nicht mehr, wie sie vorher existiert hat. Ich persönlich, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr das anders seht, aber ich persönlich glaube, dass, wenn sowas passiert, auch vorher in der Freundschaft schon was nicht ganz in Ordnung sein konnte. Wenn zum Beispiel der eine Freund den anderen hintergeht oder wenn Vertrauensbruch passiert oder sowas, dann ist das nicht erst in dem Moment schwierig, sondern dann war vorher zwischen den beiden Menschen schon irgendwas nicht in Ordnung. Und das ist für mich was ich gut akzeptieren kann, zu sehen, okay, das hat jetzt einen großen Höhepunkt gefunden, wir haben uns beide nochmal Dinge an den Kopf geworfen, das war nicht schön und ich möchte es auf jeden Fall nicht wiederholen, aber mir ist jetzt klar, wo ich stehe und wo dieser Freund in meinem Leben stehen sollte und damit kann ich ganz gut abschließen. Den zweiten Fall finde ich schon deutlich schwieriger, nämlich festzustellen, ob ein Freund wirklich ein Freund ist und ob es jemand ist, der einem gut tut.
Ich glaube, das ist so schwierig, weil man das nur feststellen kann, wenn man sich selbst gut kennt und wenn man weiß, wie man selbst funktioniert und wo so die Gefahren für einen selbst auch bestehen, was man sich von einem Freund wünscht und was man sich auf keinen Fall von einem Freund wünscht. Ich habe irgendwann Gott sei Dank festgestellt, dass ich jemand bin, der sehr gern gibt. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das machen. Das ist einfach was, was mich sehr glücklich macht, wenn jemand in meinem Inner Circle ist. Ich benutze den Begriff jetzt schon wieder. Ich weiß gar nicht, könnt ihr damit was anfangen? Das ist meine Bezeichnung für die Menschen, die so mir am allernächsten sind. Und wenn jemand da drin ist, dann bin ich bereit, alles zu geben für diesen Menschen, was ich habe, an Aufmerksamkeit, an Kraft, alles, was ich habe, mein letztes Hemd. Und das macht mich einerseits sehr glücklich, weil ich weiß, dass es so ein bisschen auch die Gene meines Opis sind, die da in mir rühren. Aber andererseits ziehe ich damit manchmal Leute an, die sehr gerne nehmen und die nicht besonders gut sind im Geben. Und das zu verstehen, zu wissen, okay, ich funktioniere so und aha, deswegen ziehe ich manchmal solche Leute an, war für mich so ein richtiger Durchbruch, um zu verstehen, das sind alles Menschen, die nur nehmen, die nie für mich da sind, die nie mir zuhören. Und ja, natürlich ist das schmerzhaft in dem Moment und es fällt einem nicht so leicht, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört, wenn ich darüber spreche. Natürlich ist das nicht einfach, aber jetzt gerade so im Nachhinein mit einem Blick einfach von außen, weil das Ganze jetzt für mich so, dieser Prozess war für mich vor ungefähr 5 Jahren sehr akut. Ich bin sehr froh jetzt in meiner Situation, wenn ich auf die Freunde gucke, die da noch sind. Und gerade wenn man älter wird, vielleicht ist es auch nur eine Beobachtung, die ich an mir feststelle, merke ich, wie mein Alltag immer enger gestrickt ist und ich immer weniger Zeit für Dinge habe. Einfach der normale Alltagswahnsinn, wahrscheinlich kennen das auch viele von euch, sei es durch Arbeit, durch einen Job, den man macht, wie ich jetzt, oder durch einen Job und ein krasses YouTube-Hobby, oder dadurch, dass man Kinder hat oder dass man viel durch die Welt reist. Man merkt einfach, dass man nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hat für Freunde, wie man es vielleicht noch zu Schulzeiten hatte. Deswegen ist es nicht immer einfach, Freunden gerecht zu werden und genug Zeit für sie zu haben. Und von daher fühlt es sich auch für mich, was das angeht, viel besser an zu wissen, ich habe eine Handvoll Freunde, denen ich wirklich gerecht werden kann, bei denen ich wirklich weiß, wie es ihnen geht, bei denen ich wirklich das Gefühl habe, wir haben eine Verbindung, wir sind uns nah und nicht einfach jemand, den ich alle 2, 3 Wochen mal sehe und Hallo und Tschüss sage, sondern wirklich Menschen, die ich vielleicht auch nicht alle 2, 3 Wochen sehe, weil wir so weit auseinander wohnen, aber denen ich mich trotzdem sehr verbunden fühle und deren Herz ich kenne. Die dritte und letzte Art, Freunde zu verlieren, die mir jetzt persönlich erstmal eingefallen ist, ist die, wenn diese Freundschaft über einen längeren Zeitraum einfach ausläuft. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine Art und Weise ist, wie es für viele Menschen sehr einfach ist oder einfacher ist, einen Freund zu verlieren in dem Sinne. Das ist aber was, was für mich sehr schwierig ist, weil ich, wie schon gesagt, sehr hänge an den Menschen, die in meinem Inner Circle sind. Und wenn ich merke, dass sie sich zurückziehen und ein bisschen loslassen und ihre Wand hochziehen, weil sie einfach für sich beschlossen haben, dass das nicht mehr das ist, was sie sich wünschen, merke ich, wie ich panisch werde und wie ich anfange festzuhalten und wie ich anfange irgendwie mehr zu geben, als ich eigentlich geben kann, in der Hoffnung, dass es einfach nur eine Phase ist. Ich bin jemand, der auch sehr, sehr viel Verständnis für Freunde hat, weil ich weiß, man geht auch im Leben immer mal wieder durch Phasen, wo man einfach den Kopf runter machen muss und einfach hoffen muss, dass es vorbeigeht und durchhalten muss und wenig Kraft und Blick hat für das, was so drumherum ist. Von daher bin ich auch nicht böse, wenn einer meiner engen Freunde sagt, du, im nächsten halben Jahr, ich habe den Kopf voll, ich schaffe es nicht, mich mit dir zu treffen. Das ist nicht schlimm für mich. Schlimm ist, wenn ich merke, dass sich das zieht, dass es einfach über einen längeren Zeitraum immer wieder so ist, dass ich einfach nicht mehr in irgendeiner Weise eine Priorität für denjenigen bin. Wenn es über einen längeren Zeitraum so ist, hat es nicht mehr damit zu tun, dass derjenige wahnsinnig viel zu tun hat, sondern dann ist es einfach eine Frage von Prioritäten. Das zu verstehen ist ein bisschen bitter, wenn man feststellt, dass es eben nicht nur diese Phase des Freundes ist, dass er einfach gerade viel zu tun hat, sondern dass man feststellt, dass dieser Freund einfach nicht den Arsch in der Hose hat und den Respekt einem gegenüber hat, zu sagen, du, für mich passt das nicht mehr. Mal abgesehen von dem Schmerz, den man so als Freund hat, wenn sowas passiert, kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass Freundschaften einfach sich auseinanderentwickeln. Denn schließlich entwickeln wir Menschen uns täglich weiter. Täglich lernen wir irgendwas, sind mit irgendwas konfrontiert, was uns in irgendeiner Form verändert. Und natürlich kann es immer sein, dass zwei Freunde sich, genau auch wie zwei Partner letztendlich, auseinanderentwickeln. Und der eine vielleicht seine Prioritäten woanders legt als der andere und man richtig merkt, wie man nicht mehr auf einem Nenner ist. Das kann für manche Freundschaften sehr, sehr befruchtend sein und man merkt, dass man gerade dadurch, dass man sich auseinanderentwickelt, also unterschiedlicher wird, noch mehr Würze in die Freundschaft kriegt. Aber für
sehr viele Freundschaften bedeutet das einfach, dass es nicht mehr passt. Und das ist okay. Das ist für mich wirklich der schlimmste, schwierigste Moment, zu merken, dass der andere losgelassen hat. Dass er nicht mehr festhält an dieser Freundschaft, weil sie ihm einfach nicht mehr wichtig ist. Und zu merken, wie ich selber immer noch festhalte, bis der Moment kommt, wo ich wirklich mir eingestehen muss, dass das Festhalten nicht lohnt, weil dieser Mensch einfach nicht mehr mein Freund sein will. Und das Loslassen ist dann für mich wahnsinnig schwierig und dauert eine ganze Weile. Was mir in der Situation sehr geholfen hat, ist die Erkenntnis, dass ich oft festhalte an dem Menschen, den ich kennengelernt habe, an dem Menschen, mit dem ich diese besonders schöne, gute, enge Zeit hatte, dass aber in dem Moment, wo wir uns auseinanderentwickeln und verändert haben, es diesen Menschen, an dem ich so festhalte, gar nicht mehr gibt, weil sich dieser Mensch verändert hat. Und das ist okay, dass er sich verändert hat, aber ich halte da an etwas fest, was nicht mehr existiert. Und von daher kann ich auch genauso gut loslassen. Ich weiß, dass man im Idealfall sagen könnte, okay, eigentlich, wenn man feststellt, dass eine Freundschaft nicht mehr das ist, was man sich vorstellt, sollte man das Gespräch suchen und es einfach klären und dann einen Schlussstrich ziehen. Ich weiß aber auf der anderen Seite auch, dass das nicht immer geht, weil man vielleicht nicht mutig genug ist, weil man sich nicht traut, weil man den anderen nicht verletzen will und einfach hofft, dass es so hinübergleitet. Egal wie schön eine Freundschaft ist, es kann immer sein, dass sie irgendwann endet. Und sich darüber bewusst zu sein, ist eigentlich eine gute Sache, weil man den Moment genießt und weil man sich klar macht, dass man jetzt gerade füreinander sehr, sehr gut ist und dass man sich gut tut und dass man sich gegenseitig befruchtet und dass man sich hilft einfach auch und sich gegenseitig unterstützt, bis einfach diese Phase vorbei ist und man nicht mehr gut füreinander ist und es dann wichtig ist, das zu akzeptieren und loszulassen. Ich lese immer wieder auch Mails von euch, wo mir Leute schreiben, ja, ich habe so eine schlechte Erfahrung mit dem oder dem Freund gemacht und jetzt fällt es mir schwer, mich auf neue Leute einzulassen und neue Freundschaften anzufangen. Ich kann das gut nachvollziehen, weil dieser Schmerz meiner Meinung nach, wenn man einen Freund verliert, sich ähnlich anfühlt wie dieser Schmerz, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jeder so sieht, aber ich sehe an mir die gleichen Symptome mit dem Ende dieser Freundschaft, die ich an mir kenne, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Es ist der gleiche Schmerz, den man fühlt, die gleichen seltsamen Dinge, die man tut. Und ich verstehe den Gedanken definitiv und ich glaube, ich hatte den auch schon mal. Aber ehrlich, Leute, wenn ich so zurückgucke auf die Freundschaften, die ich hatte und die Menschen, die mir mal nahe standen und wie sich das alles so entwickelt hat. Wenn ich in dem Moment, wo ich den ersten Freund oder die erste Freundin oder die zweite oder dritte Freundschaft verloren hätte, beendet hätte, aufgegeben hätte und gesagt hätte, okay, Freundschaft ist nichts für mich, das ist mir zu anstrengend, lieber bleibe ich jetzt alleine und lass niemanden mehr an mich ran, wäre ich jetzt mutterseelenallein. Bin ich aber nicht. Ich habe bewusst diese Gefühle zugelassen, bewusst mich hingesetzt und geweint darüber, dass Freundschaften beendet waren, war traurig, habe mir die Zeit gegeben, die ich brauchte, habe reflektiert, um zu verstehen, wo war der Punkt, liegt es wirklich daran, dass wir uns auseinanderentwickelt haben oder hätte ich was anders machen müssen, um einfach zu lernen für zukünftige Freundschaften und einfach mit der Zeit ein besserer Freund zu sein. Und vor allem dieses Gefühl, dankbar zu sein für die Zeit, die man hatte. Auch wenn ich mit diesen Menschen, die jetzt nicht mehr meine Freunde sind, nichts mehr zu tun haben möchte, habe ich keinem von ihnen eigentlich ein böses Gefühl gegenüber im Bauch. Vielmehr wünsche ich jedem Einzelnen, der mal mein Freund war und der es jetzt nicht mehr ist, warum auch immer die Freundschaft auseinandergegangen ist, wirklich ganz egal, nichts Schlechtes. Ich wünsche ihnen allen, dass sie glücklich sind, weil sie mich für eine sehr lange Zeit sehr glücklich gemacht haben. Und ich lasse sie gehen. Und ich bin so froh, dass ich damals nicht diesem Gedanken nachgegeben habe, dass ich nach so einem Ende von einer Freundschaft jetzt mich nicht mehr auf Menschen einlassen möchte, weil ich jetzt, wenn ich mich umgucke, so viel Spaß habe mit Menschen, die um mich rum sind und so dankbar bin für Momente, die wir zusammen haben und für Erinnerungen, die ich mit ihnen machen kann, dass ich einfach jetzt den Moment genieße. Egal, ob diese Menschen, die mir jetzt gerade so nah sind, auch in 5 Jahren noch mir nah sind. Ich kann damit jetzt entspannter umgehen, weil ich weiß, dass ich selbst, das klingt jetzt komisch, aber dass ich selbst mein eigener bester Freund bin. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, der essentiell ist für Freundschaften, für Beziehungen im Allgemeinen und auch für das Glück an sich zu wissen, dass man sein eigener bester Freund ist, weil man sich selbst einfach am besten kennt und weil letztendlich die Beziehung, die man mit sich selbst führt, die wichtigste im eigenen Leben ist, weil man mit sich selbst einfach sein komplettes Leben verbringt. Und wenn man anfangen kann, sich zu akzeptieren, wie man ist und zu mögen, wie man ist und
seine Stärken kennt und die feiert und seine Schwächen kennt und sie akzeptiert und weiß, okay, ich bin nicht perfekt, weil ich die und die Dinge tue, aber ich arbeite dran, dann steht man sicherer und dann ist man nicht mehr abhängig davon, dass man eine Beziehung hat oder dass man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat oder dass man gute Freunde hat, sondern man entscheidet sich bewusst für diese Beziehung. Man könnte ohne, aber man entscheidet sich dafür, diese Beziehung zu haben. Für mich ist das ein großer Unterschied, ob ich sage, ich kann nicht ohne Freunde oder ob ich sage, ich bin froh, dass ich diese Freunde habe. Ich weiß aber, ich falle nicht um, wenn sie nicht mehr da sind. Das ist so ein Punkt, den ich langsam erreiche und das fühlt sich ziemlich gut an. Ich befürchte, dieses Video wird wirklich lang. Ich hoffe, das ist okay. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne mal einfach eure Erfahrungen zu dem ganzen Thema. Was haltet ihr von dem Thema? Was habt ihr für Erkenntnisse gemacht in den letzten Jahren? Und was würdet ihr als Freunde bezeichnen oder eben auch nicht? Das würde mich sehr interessieren, weil es eben, wie gesagt, ein Thema ist, über das ich mir aktuell noch sehr viele Gedanken mache. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr ein wundervolles Wochenende hattet und dass ihr morgen gut in die Woche startet. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss!